Du bist gerade auf der Suche nach einer Sonnenbrille, mit der du nicht nur gegen die Sonne geschützt bist, sondern auch noch Musik hören kannst und auch telefonieren kannst. Denn in dieser Sonnenbrille ist ein Mikrofon eingebaut sowie ein paar Lautsprecher. Und wenn dich das interessiert, bleib dran, denn bereits nach einem kurzen Intro werde ich dir diese beiden Sonnenbrillen mal näher vorstellen. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt TTKW. Mein Name ist Susch Vinzenz und wenn du gerne Produktvideos schaust oder Tutorials, dann lass unbedingt ein Abo da, drück die Abo-Glocke, damit du keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Lass am besten auch gleich ein Like da, dann vergisst du es nicht und wenn dir das Video gar nicht gefallen sollte, kannst du es am Ende wieder entfernen. Heute geht es um zwei Sonnenbrillen, aber es sind keine gewöhnlichen Sonnenbrillen, es sind Sonnenbrillen, mit denen du telefonieren kannst oder auch Musik hören kannst. Diese Sonnenbrillen sind von der Firma Music Man. Von dieser Firma habe ich euch schon mehrere Produkte vorgestellt, von denen ich alle richtig begeistert war. Ich habe dir die Sonnenbrillen übrigens unten in der Videobeschreibung mal verlinkt. Da kannst du dir diese mal näher anschauen. Die sind ganz neu auf dem Markt. Und ich bin vorweg gesagt absolut begeistert davon. Und das, was hier geschrieben wird, ist absolut untertrieben. Aber kommen wir erstmal zu den Produkten selbst. Ja, bei jeder Sonnenbrille liegt so ein Hardcase dabei, also in der ihr die Sonnenbrille aufbewahren könnt. Das ist ein Hartkunststoff, dass euch die Sonnenbrille nicht kaputt geht. Des Weiteren ein Ladekabel, ein Micro-USB-Ladekabel, damit ihr die Sonnenbrille wieder aufladen könnt. Sowie ein Reinigungstuch, damit ihr auch die Gläser der Sonnenbrille reinigen könnt. Denn ihr könnt sehen, ja, wie immer verschmutzen Sonnenbrillen und ich trage diese bereits seit einer Woche und habe damit, kann ich euch jetzt gleich mal sagen, schon über 10 Stunden Musik gehört und der Akku ist immer noch nicht leer. Ich vermute jeden Tag, dass er bald mal leer sein wird. Ich höre jeden Tag damit 1,5 Stunden Musik und habe ihn aber noch nicht leer bekommen und auf der Verpackung steht drauf 2 Stunden Musikspielzeit. Also völlig untertrieben. Das kennt man eigentlich nicht von anderen Firmen, aber ich bin ja eh begeistert von der Firma Music Man. So, das ist die Sonnenbrille mit polarisierenden Gläsern, wie ihr sehen könnt. Es gibt 2 verschiedene Modelle. Ich zeige euch gleich noch das andere Modell. An den Seiten, hier könnt ihr das sehen, sind die Lautsprecher eingebaut. An beiden Bügeln, sodass ihr die Musik nicht in den Ohren stecken habt und somit auch weiterhin am Straßenverkehr teilnehmen könnt. Das heißt, ihr hört die umliegenden Geräusche ohne Probleme. Ihr könnt euch sogar mit jemand unterhalten oder hört, wenn ein Auto auf euch zugefahren kommt und so weiter. Dann habt ihr hier am Bügel 2 Knöpfe. Den einen Knopf, um die Brille zu aktivieren, also um den Power anzuschalten und auszuschalten, sowie eine Pause- und Starttaste. Diese beiden Knöpfe könnt ihr auch für die Lautstärkeregelung verwenden. Mit dem einen geht die Lautstärke nach oben, mit dem anderen nach unten. Ja, so sieht die Sonnenbrille aus, wenn ich diese trage. Also die Sicht ist dadurch sehr gut, muss ich sagen. Die Sonnenbrille ist sehr leicht. Es ist hier auf dieser Seite ein Akku verbaut und auf beiden Seiten, wie gesagt, ein Lautsprecher. Sie sitzt sehr angenehm, sie drückt nicht. Also das ist bei mir so. Ich weiß nicht, was für einen Kopf das ihr habt, aber bei mir sitzt sie wirklich sehr gut und angenehm, wie gesagt, trageleicht. Das ist das Modell BTX58 und ihr könnt hier unten auch nochmal die genauen Daten sehen. Bluetooth 5.0, wasserresistent, IPX4. Das heißt, ihr könnt damit auch in den Regen kommen. Hier sind nochmal die Zusatzteile, das Zubehör enthalten. Und den Rest könnt ihr euch wirklich mal auf der Seite anschauen, welche ich euch unten verlinkt habe.
So, und jetzt packen wir die zweite Sonnenbrille mal aus. Diese habe ich noch nicht ausgepackt, weil ich erstmal die eine Sonnenbrille testen wollte, bevor ich sie euch vorstelle. Und ich habe ja immer darauf gewartet, dass der Akku leer wird, aber er ist es nicht geworden. Ich trage die Sonnenbrille, wie gesagt, seit einer Woche täglich anderthalb Stunden, habe damit auch schon telefoniert und gute Resonanzen bekommen. Also mit jedem, dem ich telefoniert habe, der hat gesagt, der Sound ist wirklich klasse. Also man hat mich wirklich gut verstanden und ich habe meinen Gegenüber an der anderen Telefonseite auch wirklich gut verstanden. Was ich sagen muss, wenn ihr die Sonnenbrille hier oben auf dem Kopf tragt, also wenn ihr sie ganz normal tragt, versteht man euch wirklich super, egal was ihr sagt, und ihr versteht auch gut. Tragt ihr die Sonnenbrille aber hier oben auf dem Kopf, ist das Mikrofon zu weit weg und man kann euch nicht mehr so gut verstehen. Man versteht euch zwar noch, aber nicht mehr so gut. Das solltet ihr dabei vielleicht mal beachten. Ja, ansonsten habt ihr hier eine große Bedienungsanleitung enthalten, was jetzt nicht unbedingt nötig ist, ist in verschiedenen Sprachen. Es handelt sich ja bei der Firma Musicman um eine deutsche Firma, die aus Frankfurt kommt. Jetzt packen wir mal die zweite Brille aus und auch hier natürlich wieder das USB-Kabel enthalten, das Hardcase und das Brillenputztuch. So, und das ist diese Brille, also die ist an den Seiten, ihr könnt sehen, ich zeige euch mal den Unterschied, an den Seiten breiter, also mehr für den Sport gedacht. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Ja, den Unterschied sieht man sehr gut, damit an der Seite kein Licht eindringen kann, wenn ihr jetzt zum Beispiel am Fahrradfahren seid. Also die vielleicht eher für den Sport am Strand und die mehr zum Fahrradfahren. Aber das müsst ihr am Ende selbst entscheiden. Ja, und das System ist ähnlich aufgebaut, allerdings habt ihr hier euren Power-Button an der Seite. Ich schalte die Brille mal an und versuche diese mal. Vielleicht habt ihr es gehört, es hieß Power On. Ich setze diese mal auf und muss sagen, ja, sie trägt sich auch sehr angenehm und ist an der Seite halt verdunkelt. So könnt ihr das mal sehen. Ich drehe mal meinen Kopf, mach mal nach links und mal nach rechts. Da könnt ihr sehen, das ist halt mehr eine Fahrradbrille oder eine Brille zum Fahrradfahren oder um Sport mitzumachen. Ihr geht dann ganz normal bei euch in euren Bluetooth-Assistenten hinein und ihr seht schon, hier steht dann bei neuer Geräte gekoppelt BTX59. Das klickt ihr an und innerhalb von 2 Sekunden kommt dann der Befehl zum Koppeln und die Sonnenbrille sagt mir Connected. Und nun kann ich natürlich auch dann gleich meine Musik mit abspielen. Und auch hier kann ich wieder sagen, der Sound ist genauso gut wie bei der anderen Sonnenbrille. Ich denke, hier wird auch die gleiche Technik verbaut sein. Ihr habt hier oben genauso eure beiden Lautsprecher im Bügel eingebaut, auf beiden Seiten, die jeweils 2 Watt haben. Und wenn ihr hier auf den Power-Button drückt, kurz drauf drückt, dann pausiert ihr eure Musik. Drückt ihr nochmals drauf, dann startet eure Musik wieder. Drückt ihr länger drauf, dann kommt der Befehl. Power off. Ich denke, ihr habt es gehört. Ja, ansonsten hat diese Sonnenbrille leider keine Lautstärkeregelung. Also die Lautstärke müsst ihr dann an eurem Smartphone oder an einem anderen Gerät einstellen. Hier könnt ihr lediglich Pause und Play drücken und natürlich auch Telefonate annehmen bzw. auflegen. Ansonsten, wie gesagt, ich bin begeistert. Ich habe diese lange getestet, eine Woche lang getestet und möchte sie nicht mehr missen. Schaut euch gerne den Produktlink an, welchen ich euch unten eingefügt habe. Lasst ein Like da, wenn ihr natürlich Fragen habt, schreibt sie unten in den Kommentaren. Vielleicht habt ihr diese Brillen auch schon getestet, dann könnt ihr dies auch unten in den Kommentaren schreiben. Schreibt mal eure Meinung dazu, das würde mich und natürlich auch andere Zuschauer sehr interessieren. Lasst ein Abo da, drückt die Abo-Glocke, damit wir uns auch in meinem nächsten Video bereits wiedersehen. Ich danke dir fürs Zuschauen, ciao und bis bald, dein Zusch Vinzenz. Und nun leg dich wieder hin und schau dir weitere Videos an, die ich dir hier eingefügt habe. Da ist bestimmt das ein oder andere dabei, was dich auch noch interessieren könnte. Ciao und bis bald.